Mein Name ist Sebastian Schakiri, ich bin seit ein paar Jahren bei den Naturfreunden Schweiz. Und vor etwa 2 Jahren ist eine Studie rausgekommen in Deutschland zum Insektensterben. Und die hat mich persönlich sehr betroffen gemacht und so aufgerüttelt, weil ich realisiert habe, was eigentlich, wie sich die Welt eigentlich verändert hat, seit ich ein Kind war. Die Insekten machen eigentlich den grössten Teil der Tierarten auf der Welt aus. Mehr als 1 Million Arten von Tieren sind Insekten. Das heisst, wenn wir über Biodiversität reden, das sind immer auch Insekten gemeint. Der grosse Teil der Biodiversität sind eigentlich Insekten. Und die verschwinden in dramatischem Ausmaß überall auf der Welt und auch in der Schweiz. Ich glaube, es gibt 3 Hauptfunktionen, die uns Menschen sicher interessieren. Einerseits sind Insekten wichtige Bestäuber für Nutzpflanzen, für Wildpflanzen. Das heisst, sie sicherstellen, dass sich die Pflanzen überhaupt vermehren. Sie sind Nahrungsquellen für ganz viele andere Tiere, eigentlich ein wichtiger Bestandteil von vielen Nahrungskreisläufen. Und sie sorgen aber auch für Bodenfruchtbarkeit. Das heisst, sie leben auf dem Boden, sie leben im Boden, sie zersetzen andere Materialien und schauen, dass auch wieder Pflanzen, Kulturpflanzen können gut wachsen. Uns Menschen verschwinden mit den Insekten auch ein grosser Teil von unserer Lebensgrundlage. Wir brauchen die anderen Tiere, wir leben von denen. Wir leben auch von den Nutzpflanzen, die durch Insekten bestäubt werden. Und natürlich fehlt ein grosser Teil von der Ökologie und damit auch eine grosse Schönheit in der Welt. Eine Vielzahl an Bauplänen und raffinierten Strategien, wo wir nicht mehr davon lernen können als Menschen, wenn die verschwinden. Ich glaube, das ist ein riesiger Verlust für unsere Zukunft. Also vom Insektensterben betroffen sind eigentlich fast alle Artengruppen. Es gibt ein paar Arten, die jetzt in der Schweiz besonders stark betroffen sind. Also so Käfer, die im Totholz leben, oder Heuschrecken oder bestimmte Falterarten und auch Schmetterlingsarten sind jetzt eigentlich schon in wenigen Jahren zu bedrohten Arten geworden. Gegen das Insektensterben kann eigentlich jeder etwas tun. Es gibt tausende von Ideen und tausende von Möglichkeiten. Ich glaube, es braucht zuerst mal so ein kleines Umdenken und ein Problembewusstsein. Es braucht auch die Erkenntnis, dass wir unseren Lebensstil ein bisschen anpassen müssen. Also, dass wir vielleicht auf gewisse Konsumfreiheiten ein bisschen verzichten müssen. Mir persönlich ist es ein Anliegen, dass man auch ein bisschen, also dass man von der Unordnung in der Landschaft genießen. Ich möchte eigentlich an alle appellieren, freuen Sie sich über Unordnung in Ihrem Garten, freuen Sie sich über Steine und Äste, auch so wie hier, über ungemähtes Gras, freuen Sie sich über verbuschte Ufer. Das ist ein schöner Lebensraum für die Insekten. Und es ist im Übrigen auch nachgewiesen, dass monotone Lebensräume, die sind nicht nur für die Insekten schädlich, sondern auch für die Seele des Menschen. Also wir haben auch alle ein Interesse daran, farbige und interessante Lebensumgebungen zu haben. Machen Sie mit bei Mission B. Das ist ein super Projekt vom SRF. Versuchen Sie, etwas weniger Fleisch zu essen und vor allem weniger Fleisch aus Übersee. Kaufen Sie mehr Bio, also mehr Sachen, auch Textilien, die mit weniger Pflanzenschutz und mit extensiver Bewirtschaftung gemacht worden sind. Das ist zwar keine Garantie, aber es ist sicher ein sehr, sehr nützlicher Beitrag, damit es den Insekten überall besser geht.